Warum glaubt unsere Spezies eigentlich, dass unsere Art, die Welt zu sehen und zu beschreiben, die Art ist, wie die Welt beschrieben werden muss, um sie zu verstehen? Wir sind doch eingeengt und fokussiert auf unsere Art von Sinneswahrnehmung, auf unsere Gehirnstruktur, auf unser evolutives Erbe. Burkertheim hat dieses Dilemma erkannt und er hat ein neues Begriffssystem geschaffen, das er Syntrometrie nannte, um diesen Nachteil zu überkommen. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkertheim in verständlicher Sprache und anschaulichem Beispiel. Im letzten Video habe ich euch von diesen ominösen Aktivitäten erzählt. Das sind diese Manifestationen, die in der 5. und 6. Dimension auftreten. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke hier die Playlist mit allen Themen, die zum heutigen Video hinführen. Also Aktivitäten, die geistern da in der 5. und 6. Dimension herum. Wir wissen, diese Dimensionen sind strukturell und strukturell dynamisch. Aber wir haben immer noch nicht ein Begriffssystem, mit dem wir Struktur messen können. Also welches Maß legen wir an die 5. und 6. Dimension an? Burkertheim hat sich sehr viel Mühe gegeben, so ein Begriffssystem zu entwickeln. Und heraus kam ein dickes Manuskript mit dem schönen Titel Syntrometrische Maximentelezentrik. Das könnt ihr euch übrigens im Internet herunterladen unter heim-theory.com. Link stelle ich euch in die Videobeschreibung. Das Ganze ist zugegebenermaßen einigermaßen anspruchsvoll, aber ich mache euch heute eine kleine Einführung in das Thema, denn das brauchen wir, um zu beginnen in 5 und 6 Dimensionen zu denken. Ganz allgemein geht es in der Syntrometrie um Begriffe, Aussagen und ihre Verknüpfungen. Ich fange mal an mit zwei ganz einfachen Begriffen, den Zahlen 1 und 2. Und die kann ich jetzt verknüpfen mit Hilfe eines Prädikates kleiner als. Damit habe ich eine ganz einfache Aussage getroffen. Nun kann ich hergehen und die gesamte Menge der natürlichen Zahlen auf diese Weise ordnen. Dann kann ich sie auf einem Zahlenstrahl anordnen und auf diesem Zahlenstrahl habe ich ganz einfach schon einen Abstandsbegriff. Das ist uns im Falle von Zahlen so vertraut, dass wir fast nicht mehr darüber nachdenken. In der Mathematik kann man diesen Abstandsbegriff jedoch sehr allgemein fassen. Und jede Menge oder jeder Raum, allgemeiner gesprochen, auf dem ein Abstand definierbar ist, der heißt metrisch. Dieser Raum besitzt eine Metrik. Nun haben wir gesagt, unsere normale Naturbeschreibung, und nichts anderes ist die Mathematik, die hilft uns nicht viel weiter. Deswegen gehen wir jetzt mal in einen anderen Bereich, und zwar den von Worten. Deutsche Worte. Ich schreibe hier einfach eine Auswahl hin. Ich, lieben, reisen, Meer, Brett, schwimmen, surfen. Über bestimmte Regeln kann ich jetzt aus diesen Grundformen von Worten zusammengesetzte Worte machen. Ich kann Deklination anwenden, Konjugation und dann komme ich zu Meeresrauschen. Surfbrett. Ich schwimme. Ich mag. Du reist. Über wiederum andere Regeln kann ich daraus einfache Sätze bilden. Ich reise gerne. Du schwimmst im Meer. Das Schiff ist schön. Über weitere Regeln kann ich daraus kompliziertere, zusammengesetzte Sätze machen. Ich reise gerne ans Meer, weil ich gerne surfe. Dieses ganze Konstrukt hier, das bei den Grundformen begann und bei komplizierten Strukturen aufhört, ist gewissermaßen eine Matrix von logischen Aussagen. Und in der Logik gibt es den Begriff des Syllogismus. Das bedeutet nichts anderes als logischer Schluss. Und Burkertheim hat für diese Art von Schema einen neuen Begriff geprägt. Er nannte es eine syllogistische Matrix oder kurz eine Syntrix. Diese Syntrix der deutschen Sprache, die packe ich jetzt hier in ein Paket und schnür sie mal da unten fest. Nun mache ich dasselbe mit der englischen Sprache. Und ich mache es mit der französischen Sprache und dann noch mit Chinesisch. Und ich könnte das jetzt mit jeder erdenklichen menschlichen Sprache machen und habe dann eine Menge der Syntrizen der menschlichen Sprachen. Nun stellt euch mal vor, ihr würdet eine Art von Abstand einführen zwischen Sprachen.
Man kann zum Beispiel sagen, Deutsch und Englisch, die sind sich ähnlich. Und Englisch und Französisch sind sich auch ähnlich. Und Deutsch und Französisch sind sich vielleicht nicht so ähnlich wie Deutsch und Englisch. Und alle drei Sprachen sind offenbar sehr verschieden vom Chinesischen. In der Sprachwissenschaft gibt es ganz verfeinerte Methoden, wie man solche Bäume von Sprachen, von Sprachverwandtschaften erstellen kann. Und dann hat man tatsächlich ein Maß dafür, wie man Abstände zwischen Sprachen ermittelt. Gerade habe ich gesagt, der Abstandsbegriff wird in der Mathematik Metrik genannt. Und nun habe ich hier eine Metrik syllogistischer Matrizen oder kurz eine Syntrizenmetrik und noch kürzer Syntrometrie. Und das ist das ganze Geheimnis. Die Syntrometrie erlaubt es uns also, die Bewertung von Abständen auf ganz allgemeine Füße zu stellen. In der Mathematik, die ein ganz kleiner Spezialfall dieses Prinzips ist, von Abstandsbewertung, ist uns das vertraut. Aber ihr habt gesehen, es geht prinzipiell auch mit Verwandtschaften zwischen Sprachen. Wir könnten es auch ausdehnen auf Verwandtschaften zwischen Menschen oder auf Abstände zwischen politischen Einstellungen. Das alles ist in diesem Begriffsschema, Begriffssystem der Syntrometrie enthalten und ganz wichtig, es bleibt verknüpft. Quantifizierbare Bewertungen bleiben verknüpft mit Aussagensystemen, in denen diese nicht möglich sind, in denen nur quantitative Bewertungen nach ganz bestimmten Aspekten möglich sind. Und genau das haben wir aber gesucht. Denn jetzt können wir hergehen und unsere Dimensionen 5 und 6 mit einer syntrometrischen Skala versehen. Wir werden nicht messen 1, 2, 3, x5, sondern wir werden verschiedene Begriffssysteme entlang dieser Skala anordnen, mithilfe der Syntrometrie. Das war diese erste Einführung, die ich euch versprochen habe. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, wenn ihr mehr Beispiele braucht, schreibt mir das in die Kommentare. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich euch etwas über Syntrometrie erzähle. Aber beim nächsten Mal werden wir erstmal versuchen, das hier anzuwenden und beginnen, unsere Alltagserfahrung, die Welt, die uns umgibt, in dieses System einzuordnen. Und darauf freue ich mich beim nächsten Mal bei 6 Dimensionen in Farbe.